ein Hanfaktivist aus Hamburg, ein Szenekenner, ein Künstler, ein Glasbläser, ein Sänger, ein Witzbold, ein Berater für spezielle Lebenslagen, Mr. Bong, also known as Giacomo de Monterusso, Prinz von Hohen Eichen. Willkommen auf der Bühne, big Applaus, please! Danke. Wie kann man nur so bescheuert sein, so ein Ding durch die Hauptstadt zu tragen, ohne Sonnenbrille, ohne Demaskierung und sonst was? Wie kann man nur so blöd sein, sich dann auch noch auf die Bühne zu stellen und reden? Ich habe vor 3 Wochen zugesagt, hier zu reden. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Das meiste, was ich sagen könnte, ist, wisst ihr sowieso, habt ihr alle schon gehört, die effektivste Nutzpflanze unseres Planeten ist verboten. Schweigen ist Gold. Das denken auch die Leute von der Tagesschau, die seit 21 Jahren die Hanfparade nicht bringen. Und wir wundern uns, dass hier nur so ein paar vereinzelte Leute rumstehen. Wenn die da hinten alle hier wären, wären wir schon deutlich mehr und wir wären echt eine große, starke Gruppe und wir sind nur die Spitze vom Eisberg. Weil die meisten von uns kennen ganz genau, legal, illegal, scheißegal, genau. Und deshalb bleibe ich lieber zu Hause, zeige mich gar nicht, erzähle es auch keinem. Ihr seid die Leute, die aus der Ecke gekommen sind und das ist super. Deshalb fühle ich mich zu Hause hier, ihr seid meine Familie. Rapmusik ist total geil, Hip-Hop super, Hip-Hop informiert und wisst ihr, über das kollektive Unterbewusste, das können wir beeinflussen und wir müssen das auch beeinflussen. Wir müssen die Leute, die von Cannabis keine Ahnung haben, auf unsere Seite kriegen und das können wir am besten, indem wir die in unser Herz schließen und uns gar nicht so abgrenzen von denen, sondern die mit einbeziehen, ist richtig, oder? Ich habe hier das Hanfverbot, was wir kennen, ist ungefähr 100 Jahre alt. Es ist eigentlich schon viel länger. Ich habe Hanf-TV gemacht, da hatten wir total geile Informanten und ich habe gehört, dass Jesus schon sich mit Hanföl eingerieben hat. Der war Essener und die machen das so oder die haben das so gemacht. Und das heißt, die Hanfbewegung ist sogar eine Religion geworden, die christliche, mit der wir zu tun haben hier hauptsächlich. Und meine Zeit ist gleich um, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Kennt ihr Bob Marley und Peter Tosh? Legalize it, don't criticize it. Das ist genau wie hier die Hanfparade. Da steht da Aufklärung statt Verbote. Richtig? Und ich finde es das toll, dass es die Hanfparade noch gibt. Ich bin total begeistert. 21 Jahre lang wird hier sowas veranstaltet. Es kommen immer wieder Leute. Manchmal sind es immer dieselben, manchmal sind es andere. Inzwischen sind es viel jüngere. Und das ist cool. Ihr werdet es bringen. Ich habe einen 200 Jahre alten deutschen Hip-Hop-Text hier noch mit. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann mir niemand verwehren. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Jetzt kommt unsere Strophe. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Genau. Ich wollte auch noch was mit euch singen, aber da haben wir alle abgeraten, das irgendwie nicht zu tun. Ich habe aber unbedingt noch auf dem Herzen zu sagen, die Hanfparade ist eine Friedensbewegung und sie ist eine Freiheitsbewegung. Vor allen Dingen eben eine Freiheitsbewegung. Wir wollen frei sein, wir wollen nicht heimlich kiffen oder uns medikamentieren. Wir wollen
eigentlich auch gar keine Patienten sein, richtig? Die wollen einfach nur frei sein. Und deshalb wollte ich mit euch Reinhard Meising. Der hatte das gleiche Problem wie die Hanfparade. Der kommt einfach nicht richtig in die Medien. Und wenn, dann nur mit einem einzigen Song. Den kennen natürlich fast alle. Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und warum muss sie da grenzenlos sein? Weil sie es hier nicht ist. Und wenn wir das schaffen würden, das ist nämlich das mit dem Singen. Ich habe 10 Jahre jetzt in so einem Männerchor gesungen und ist total abgefahren, was das mit mir gemacht hat, mit meiner Stimme, mit meinem Standing auch und so. Und, das ist so, das Singen würden sie uns nämlich auch am liebsten abgewöhnen, weil davor haben sie Angst, dass wir unsere Stimmen erheben. Weil damit würden wir zeigen, wie viele wir sind. Und damit würden wir auch zeigen, wie viel Power wir haben. Wenn wir alle die Stimme erheben, dann sind wir so laut, dass der Techno-Club da hinten einpacken kann. Und das glaube ich. Das glaube ich. Ich muss jetzt aufhören. Pass auf, ganz kurz. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dankeschön. Liege leise. Ein super Hanfparaden-Event wieder. Danke. Dankeschön. Applaus nochmal für Mr. Bong.